Wenn du Freiberufler bist, musst du mit deiner Einkommensteuererklärung noch zwei zusätzliche Anlagen ausfüllen. Und zwar erstens die Anlage EÜR. EÜR steht für Einnahmenüberschussrechnung. Dazu habe ich schon mal ein detailliertes Tutorial aufgenommen. Das findest du einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und die zweite Anlage, die du als Freiberufler neben den ganzen anderen Anlagen und Hauptvordruck und so weiter abgeben musst, ist die Anlage S. Und diese Anlage schauen wir uns in diesem Video mal Schritt für Schritt gemeinsam an, damit du weißt, was du da jeweils ausfüllen musst. Kleiner Hinweis am Anfang dieses Videos: Ich nehme auf diesem Kanal ja eine ganze Reihe an Tutorials auf und du findest auch noch weitere Tutorials für Elster Online und andere Softwarelösungen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ich habe auch ein Elster GPT gebaut. Das ist ein KI-Chatbot, der dir dabei hilft, deine Einkommensteuererklärung auszufüllen. Das Ganze kostet nichts, das kannst du bedienen in ChatGPT. Das heißt, wenn du einen ChatGPT-Account hast, kannst du einfach mal nach Elster GPT suchen. Und dann kann dir unter Umständen ElsterGPT deine Frage beantworten, wenn ich sie in diesem Video noch nicht beantwortet habe. Und mit dieser kurzen Einleitung wechseln wir einmal auf meinen Bildschirm und wir schauen uns die Anlage S gemeinsam an. Wir befinden uns im Dashboard von Elster Online und hier auf der linken Seite finden wir alle Formulare und Leistungen. Und zwar hier einmal auf Formulare, dann alle Formulare und dann finden wir unter Einkommensteuer unsere Einkommensteuererklärung für unbeschränkt Steuerpflichtige. Das heißt für die meisten von uns. Wir müssen hier darauf einmal klicken, haben dann die Möglichkeit, das Ja auszuwählen. Wir wollen uns in diesem Video ja vor allem die Anlage S anschauen. Deswegen starte ich ohne Anlagenassistent und klicke hier einfach auf ohne Anlagenassistent und suche mir hier die Anlage S raus. Und die Anlage S ist für Selbstständige und Unternehmer. Habe ich schon gesagt, Freiberufler füllen die Anlage S aus. Wenn deine Tätigkeit gewerblich ist, dann kannst du dieses Video übrigens sofort beenden, weil du füllst dann nicht die Anlage S aus, du musst dann die Anlage G ausfüllen. G steht für Einkünfte aus Gewerbebetrieb, also Gewerbe, und Anlage S steht für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Und ja, in der Logik des Einkommensteuergesetzes sind Freiberufler Selbstständige. Natürlich sind so im allgemeinen Sprachgebrauch auch Gewerbetreibende selbstständig, aber das ist die Unterscheidung: Anlage S für Freiberufler, Anlage G für Gewerbetreibende. Beide wiederum müssen zusätzlich noch eine Anlage EÜR ausfüllen. Dazu gibt es ja schon ein Tutorial. Deswegen an dieser Stelle: Alle Freiberufler wählen Anlage S aus. Alle Gewerbetreibenden wechseln das Video. Vielleicht verlinke ich das Video einfach auch direkt mal rechts oben und dann schaust du dir das Tutorial zu Anlage G an. Wir wählen Anlage S aus und gehen dann auch direkt zum nächsten Schritt. Und jetzt sehen wir hier die offene Einkommensteuererklärung und das ja Elster-typische Interface. Hier oben sehen wir, erstmal müssen wir Daten eingeben, dann können wir sie noch einmal prüfen und dann können wir sie an das Finanzamt übermitteln. Und hier auf der linken Seite sehen wir die Struktur der Einkommensteuererklärung. Das heißt einmal den Hauptvordruck, den muss jeder von uns ausfüllen, die Anlage Vorsorgeaufwand, die muss auch jeder von uns ausfüllen, einfach weil es in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht gibt. Darum soll es in diesem Video aber nicht gehen. Wir schauen uns die Anlage S an und klicken einmal da drauf. Die meisten von uns machen ja jetzt ihre Steuererklärung für sich selbst. Wenn du aber verheiratet sein solltest, dann hast du ja auch die Möglichkeit, mit deinem Ehepartner eine zusammen veranlagte Einkommensteuererklärung zu erstellen. Wenn das so ist, dann wählst du hier die Ehefrau bzw. Person B aus. Wenn das nicht der Fall ist, klickst du hier einfach auf steuerpflichtige Person. Und damit sehen wir auch die Struktur von dieser Anlage S. Und die ist ganz untypisch für Steuererklärungen tatsächlich relativ übersichtlich. Und zwar gibt es nur drei Bereiche, die wir ausfüllen müssen. Aber hier oben steht auch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Du musst neben der Anlage S auch immer noch eine Bilanz oder eine Einnahmenüberschussrechnung an das Finanzamt übermitteln. Als Freiberufler bist du grundsätzlich von der Bilanzierung befreit. Deswegen wird für dich, zumindest wenn du hier an dieser Stelle in der Anlage S bist, keine Bilanz notwendig sein, sondern die EÜR, die du dann im Rahmen der Anlage EÜR abgibst. Wir gehen hier jetzt einfach mal auf die nächste Seite und kommen damit direkt zum ersten Abschnitt, und zwar dem Gewinn und dem Gewinn aus deiner freiberuflichen Tätigkeit. Und du hast den Gewinn ja schon ermittelt im Rahmen deiner Einnahmenüberschussrechnung und diesen Gewinn hast du dann ja auch in der Anlage EÜR schon eingetragen. Und hier ein wichtiger Hinweis, weil das ist natürlich ein Punkt, wo man das Finanzamt sofort auf sich aufmerksam macht: Wenn man hier bei Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit jetzt einen anderen Betrag reinschreiben sollte, als man in der Anlage EÜR eingetragen hat. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, dass du als erstes deine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, dann die Anlage EÜR ausfüllst und dann hast du ja den Wert, der quasi in dieser Einnahmenüberschussrechnung als Gewinn herausgekommen ist, und dann kannst du den Betrag hier
eintragen. Ich bin Autor, wie ihr mit Sicherheit wisst. Ich habe ein Buch geschrieben, Gründungsratgeber. Falls du dich gerade selbstständig machst, dann schau unbedingt bei Amazon, Thalia und Co. mal vorbei. Und als Autor ist man selbstständig. Und ich habe mit diesem Buch natürlich Millionen verdient. Nein, ich habe beispielsweise 36.000 Euro Gewinn gemacht. Und dann trage ich das hier ein. Hinweis an dieser Stelle, das Ganze muss natürlich nicht nur ein Gewinn sein, das Ganze kann auch ein Verlust sein. Das heißt, wenn ich jetzt super hohe Investitionen hatte bei meiner Selbstständigkeit und ich habe einen Verlust gemacht von beispielsweise minus 10.000 Euro, dann schreibe ich ja einfach minus 10.000 Euro rein. Und das ist tatsächlich auch wichtig, dass ich das dann mache, weil ein Verlust aus Selbstständigkeit kann ich verrechnen mit anderen Einkunftsarten. Also wenn es eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist und ich in einem Hauptjob ja Einkommen habe, ein Gehalt bezogen habe, dann kann ich tatsächlich das miteinander verrechnen. Und das bedeutet dann automatisch eigentlich eine Steuer, weil in meinem Angestelltenverhältnis ist die Lohnsteuer, die ja auch nur eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer ist, dann zu hoch angesetzt worden. Das nächste Feld ist, ich würde mal sagen, etwas besonders. Und zwar ist es ein Gewinn laut gesonderter Feststellung. Wann hat man sowas? Bei den meisten von euch ist es so, dass ihr eure Selbstständigkeit da angemeldet habt, wo ihr wohnt. Das heißt, ihr habt ein Finanzamt, einen Wohnsitz, einen Betriebssitz und so weiter. Und dann machst du einfach all deine Steuererklärungen und schickst sie an dein Finanzamt. Wenn der Betriebssitz deiner freiberuflichen Tätigkeit aber woanders ist, was ja sein kann, wenn du ein externes Büro hast und wenn dieses Büro in einer anderen Gemeinde ist oder in einem anderen Gebiet ist und ein anderes Finanzamt für diesen Betriebssitz zuständig ist, dann hast du tatsächlich zwei Finanzämter, mit denen du kommunizieren musst. Und zwar einmal dein Betriebssitzfinanzamt und einmal dein Wohnsitzfinanzamt. Und das Betriebssitzfinanzamt bekommt alle steuerlichen Angelegenheiten, die sich auf deine Selbstständigkeit beziehen. Also ganz konkret deine Umsatzsteuererklärung und deine Anlage EÜR. Und diese Unterlagen oder diese Meldungen schickst du dann an deinen Betriebssitzfinanzamt und dann bekommst du als Antwort, ja natürlich keine Einkommensteuererklärung, was du bekommst, ist eine gesonderte Feststellung deines Gewinns. Und in diesem Bescheid steht dann genau drin, was für einen Gewinn du gemacht hast. Zum Beispiel als Autor minus 10.000 Euro. Nicht, weil ich zu wenig Bücher verkauft habe, sondern weil meine Büromiete in einer anderen Gemeinde zu hoch war. Und diese Zahl, die in diesem Bescheid vom Betriebssitzfinanzamt drin steht, die trägst du dann in deiner Einkommensteuererklärung ein. Oder genauer gesagt, genau an dieser Stelle. Das heißt, der Gewinn laut gesonderter Feststellung, den trägst du hier ein. Das Ganze hast du also immer dann, wenn ein anderes Finanzamt für deinen Betriebssitz zuständig ist und du woanders privat wohnst, dann trägst du deine Einkünfte nicht hier oben ein, sondern halt hier bei Gewinn laut gesonderter Feststellung. Tatsächlich gibt es so ein bisschen was Ähnliches mit gesonderter Feststellung bei Beteiligungen an Personengesellschaften. Das heißt, wenn du mit Freunden, Geschäftspartnern zusammen Unternehmen gegründet hast, beispielsweise eine GbR, dann erwirtschaftet ihr ja auch irgendein Ergebnis. Hoffentlich ist es positiv und dieses Ergebnis muss ja dann aufgeteilt werden. Wichtig an der Stelle, hier geht es natürlich um freiberufliche Beteiligung. Das heißt, zum Beispiel ein Architekturbüro und ihr macht zu dritt 30.000 Euro Gewinn. Und dann wird dieser Gewinn, 30.000, durch 3 geteilt. Das heißt, dein Gewinnanteil beträgt 10.000 Euro. Und diesen Gewinnanteil, den musst du hier eintragen. Hier füllst du erstmal die Gesellschaft aus, also welche Beteiligung hast du da? Also in meinem Beispiel die GbR. Welches Finanzamt ist dafür zuständig? In welchem Land ist der Sitz, also welches Bundesland? Und was ist die Steuernummer der Gesellschaft? Dann wird das Finanzamt, das zuständige Finanzamt, automatisch ausgefüllt. Und hier trägst du deinen Gewinnanteil ein. Und natürlich kann es sein, dass du auch mehrere Beteiligungen hast. Also dieses Feld, hier geht es ja um die erste Beteiligung, wiederholt sich dann quasi hier. Im nächsten Feld geht es um sogenannte Steuerstundungsmodelle. Darauf möchte ich hier in diesem Video nicht eingehen, weil das für die meisten von euch nicht relevant ist und ich davon ausgehe, wenn dieses Feld für dich relevant ist, dann hast du wahrscheinlich einen Steuerberater, der sich darum kümmert. Deswegen hier nur der Hinweis, hier geht es um sogenannte Steuerstundungsmodelle, also bei den Gewinn aus Gesellschaften, Gemeinschaften, ähnlichen Modellen im Sinne des Paragraphen 15b Einkommensteuergesetz. Das heißt, wenn du irgendwas mal gehört hast bei dem Berater mit 15b Einkommensteuergesetz, dann musst du hier gegebenenfalls was eintragen. Wenn du dazu ganz konkrete Fragen hast, dann kannst du mich natürlich einfach unten in der Videobeschreibung fragen. Es gibt aber auch Tätigkeiten neben den, ich würde mal sagen, klassischen freiberuflichen Tätigkeiten von Künstlern, von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Autoren, Journalisten und so weiter, gibt es einige Tätigkeiten, die auch als freiberuflich eingestuft werden. Zum Beispiel die Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern. Und diese Einkunft, die trägst du hier in der Anlage S in das Feld 12 ein. Es steht hier auch Gewinn aus sonstiger selbstständiger Tätigkeit, zum Beispiel als Aufsichtsratsmitglied. Das heißt, hier schreibst du einfach genau rein, was du gemacht hast und den Betrag. Da brauchst du ja keine Gewinnermittlung,
weil du ja keine Buchhaltung in dem Sinne machst. Deswegen sieht das Ganze so ein bisschen anders aus als hier oben bei dem Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit. Und dann gibt es hier unten noch so ein paar Besonderheiten, die ehrlicherweise auf die meisten von euch auch nicht zutreffen werden. Zum Beispiel der steuerpflichtige Teil der Leistungsvergütung als Beteiligter einer Wagniskapitalgesellschaft. Ja. Wenn du da irgendwie irgendwelche Wagniskapitalgesellschaften hast und da eine Leistungsvergütung erhältst und so weiter, dann musst du das hier eintragen. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen alten und neuen und so weiter. Ein Feld, was unter Umständen für dich relevant wird, ist noch einmal dieses Feld hier. Und zwar die Begünstigung nach § 34a ESTG, also Einkommensteuergesetz. Und zwar geht es bei § 34a um Thesaurierungsvergünstigungen. Du musst dann immer noch eine zusätzliche Anlage ausfüllen, und zwar die Anlage 34a. Hier schreibst du also nur rein, ob es das gibt. Und zwar ist es folgendermaßen. Wenn du eine Personengesellschaft hast oder beteiligt bist an einer Personengesellschaft, dann gibt es unter Umständen Steuervergünstigungen, wenn du den Gewinn nicht ausschüttest. Das heißt, wenn ihr als Gesellschafter euch entscheidet, dass ihr den Gewinn in der Gesellschaft behaltet, also thesauriert, dann gibt es tatsächlich Steuererleichterungen, zumindest in einigen Situationen. Und immer dann, wenn das der Fall ist, dann musst du hier die Anlage 34a nochmal ausfüllen, damit ihr diese Steuererleichterung auch habt. Wenn ihr einfach den Gewinn ausschüttet, dann musst du das Ganze nicht ausfüllen und diese Möglichkeiten hast du auch nicht als Einzelunternehmen. Also wenn du einfach nur du selbst Freiberufler bist, dann hast du keine Möglichkeit von irgendwie Thesaurierungsbegünstigungen oder Vergünstigungen zu profitieren. Und damit haben wir auch die erste und ehrlicherweise auch die wichtigste Seite ausgefüllt und wir gehen auf die nächste Seite. Bei der nächsten Seite geht es um den Veräußerungsgewinn. Das trifft auf dich natürlich in den allermeisten Fällen nicht zu, weil so oft veräußert man sein Unternehmen nicht. Aber wenn du irgendwann mal dein selbstständiges Unternehmen, also deine Freiberuflichkeit, dein Unternehmen rund um diese Freiberuflichkeit veräußerst, dann fließt da natürlich wahnsinnig viel Geld. Und das hat natürlich eine hohe steuerliche Relevanz. Das Ganze gilt übrigens auch, wenn du einfach nur aufhörst. Also auch ein Aufgabegewinn, einfach das Beenden einer Selbstständigkeit, kann dazu führen, dass du einen Gewinn erwirtschaftest, weil du unter Umständen ja Betriebsvermögen hast, was du anschließend auch im Privaten benutzt. Zu dem ganzen Thema Beendigung einer Selbstständigkeit habe ich schon mal ein Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts und auch unten in der Videobeschreibung. Schau dir das unbedingt einmal an. Das heißt, dieser ganze zweite Bereich ist für dich dann relevant, wenn du mit deiner Selbstständigkeit aufhörst, unabhängig davon, ob du dein Unternehmen verkaufst oder ob du einfach nur ja, es einfach so beendest, weil du unter Umständen auch beim reinen Beenden einen zumindest buchhalterischen Aufgabegewinn erzielst und den musst du hier eintragen. Hier an dieser Stelle möchte ich vielleicht vor allem auf zwei Felder eingehen. Und zwar einmal das erste, also Feld 22. Hier steht nämlich der Veräußerungsgewinn, für den der Freibetrag nach § 16 Einkommensteuergesetz wegen dauernder Berufsunfähigkeit oder Vollendung des 55. Lebensjahres beantragt wird. Es gibt da nämlich eine Steuervereinfachung oder Steuervergünstigung, wenn du mindestens 55 bist oder aber wenn du dauerhaft berufsunfähig bist. Dann hast du eine Möglichkeit, diesen Veräußerungsgewinn deutlich günstiger zu versteuern. Und das trägst du dann entsprechend hier ein, wenn das auf dich zutrifft. Wenn das Ganze auf dich nicht zutrifft, dann gehst du hier nach unten und trägst es in Feld 27 ein. Also hier Veräußerungsgewinne, für die der Freibetrag entsprechend nicht beantragt wird. Und dann gibt es hier noch eine ganze Reihe an Angaben, zum Beispiel zum Teileinkünfteverfahren und so weiter. Mein dringender Appell wäre ehrlicherweise, wenn es hier bei dir um wirklich ja, große Vermögen geht, das heißt, wenn Unternehmensbeteiligungen im Spiel sind, die eventuell im Betriebsvermögen gehalten werden oder Immobilien oder auch tatsächlich einfach ein teures Auto, dann sprich bitte mit einem Steuerberater. Und zwar aus dem einfachen Grund, hier geht es um große Beträge. Ganz häufig ist das für viele Selbstständige der größte Betrag überhaupt, den man jemals in seinem Leben irgendwo auf seinem Konto sieht. Etwas viel Größeres hat man in seinem gesamten Leben als Selbstständiger in der Regel nicht. Und wenn man da Fehler macht, dann kann das existenziell gefährlich werden, weil man unter Umständen viel zu viele Steuern bezahlt. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, wie man eventuell weniger Steuern zahlt und wie man bestimmte Dinge angeht und in welcher Reihenfolge man sie macht. Da lohnt sich das Gespräch mit dem Steuerberater nahezu immer. Und deswegen würde ich dir dringend empfehlen, wenn das Ganze für dich relevant ist, vor allem wenn du ein Unternehmen verkaufst, wenn du einfach nur still und leise einmal aufhörst, dann schau dir erstmal ein anderes Video an. Aber wenn du wirklich ein Unternehmen verkaufst, sprich bitte unbedingt mit einem Steuerberater. Wenn du keinen Steuerberater hast, schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich so ein Formular eingefügt und da helfe ich dir dann gerne, den passenden Steuerberater zu finden, der dir bei diesem ganzen Vorhaben
weiterhelfen kann. Ist mein eindringlicher Appell, den ich ehrlicherweise nicht so besonders häufig gebe. Ich glaube, man kann vieles, vieles auch selber machen als Selbstständiger. Den Verkauf eines Unternehmens würde ich nie ohne einen Steuerberater machen. Und damit kommen wir zum dritten Bereich, und zwar dem Bereich Sonstiges. In diesem Bereich geht es um nebenberufliche Tätigkeiten. Oder genauer gesagt, hier geht es vor allem um ehrenamtliche Tätigkeiten. Aber bevor wir dazu kommen, also zu diesem Bereich, hier noch einmal der Hinweis, und zwar Feld 37. Denn da gibt es nochmal eine Angabe, die ganz häufig ja irgendwie übersehen wird. Und zwar geht es hier um Nutzungsvergütungen oder Zinszahlungen oder auch Vergütungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, die aber in dem Jahr angefallen sind. Da gibt es unter Umständen bestimmte Begünstigungen, und wenn das Ganze auf dich zutrifft, dann schreibst du diese Gewinne hier noch einmal rein. Und damit kommen wir zu den ja eigentlich wichtigeren Bereich, und zwar den nebenberuflichen Tätigkeiten. Und da gibt es immer ganz viel Verwirrung. Wenn du nebenberuflich, freiberuflich tätig bist, beispielsweise als Autor, als Architekt, als Rechtsanwalt und so weiter, dann schreibst du das Ganze hier nicht rein. Dann trägst du das ganz normal einfach in den ersten Bereich ein, unter Gewinn hier oben. In dem dritten Bereich geht es nicht pauschal um jede Art und Weise der nebenberuflichen Tätigkeit. Denn hier geht es vor allem um, ja, ich würde mal sagen, ehrenamtliche Tätigkeiten. Die sogenannte Übungsleiterpauschale, davon hast du vielleicht gehört, du kannst nämlich nebenbei bis zu 3.000 Euro steuerfrei verdienen. Und die musst du trotzdem irgendwo eintragen in der Steuererklärung. Hinweis an dieser Stelle, nur weil du das Ganze hier eintragen musst, heißt es natürlich nicht, dass du darauf jetzt auch Steuern bezahlen musst. Sondern du musst es einmal dem Finanzamt mitteilen, einfach der Transparenz halber, das Finanzamt weiß dann Bescheid. Heißt aber nicht, nur weil du das hier einträgst, dass jetzt dadurch deine Steuerlast steigt. Wenn du die sogenannte Übungsleiterpauschale in Anspruch nehmen möchtest, dann schau erstens mein Video, was ich dir unten in der Videobeschreibung dazu verlinke, einmal an. Dann weißt du genau, welche Tätigkeit darunter fällt. Dann schreibst du hier einmal deine Tätigkeit rein, zum Beispiel Fußball-Jugendtrainer. Dann schreibst du hier deine gesamte Vergütung, weil Ehrenamt heißt ja nicht, dass du gar nichts bekommst. Manchmal bekommt man so eine Art Aufwandsentschädigung. Und die schreibst du dann hier rein, zum Beispiel 2.500 Euro, und dann den Betrag, der davon steuerfrei behandelt wird. Und das sind halt die Beträge bis zu 3.000 Euro. In dem Fall 2.500 Euro pro Jahr führt dann dazu, dass alles steuerfrei ist. Wenn ich hier jetzt deutlich mehr verdienen würde, 10.000 Euro, dann übersteigt das natürlich den Freibetrag. Das heißt, dann würde ich hier 10.000 Euro, die Frage ist dann natürlich, ob man dann noch vom Ehrenamt sprechen kann, und dann schreibst du hier den davon steuerfreien Betrag. Das sind dann 3.000 Euro und musst angeben, wo du denn den Rest angegeben hast. Den musst du dann natürlich auf der ersten Seite eintragen, und zwar hier unter erstens müsstest du dann die Tätigkeit eintragen, also den steuerpflichtigen Gewinn. In meinem Beispiel wäre das jetzt beispielsweise Fußballtrainer 7.000 Euro, weil 7.000 Euro ja steuerpflichtig sind. Und damit gehen wir einmal wieder zurück auf die letzte Seite und haben tatsächlich die gesamte Anlage S gemeinsam erfolgreich ausgefüllt. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Anleitung weiterhelfen konnte. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu einzelnen Feldern, zu der Anlage S, zu Selbstständigkeit, zu egal was, schreib mir einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir dann da im Kommentarbereich gerne weiterzuhelfen. Und wenn du Hilfe brauchst bei deiner Selbstständigkeit, weil du ein Bankkonto brauchst, ein Buchhaltungsprogramm, ein Programm für deine Rechnungen oder einen Steuerberater, was auch immer, dann schau dir mal meine Empfehlungen an. Die findest du alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Und jetzt kannst du einfach mal direkt in das nächste Tutorial gehen oder ein anderes Video von mir anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.